Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Farmvlog von Land und Björn. Und was dich in dieser Folge erwartet, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! So, liebe Leute, was haben wir hier für ein Gerät? Was ist das für ein Mulcher? Hier ist nochmal die Typenbezeichnung. Es ist ein Jansen-Mulcher, also von jansenversand.de. Ich bekomme den nicht irgendwie vergünstigt oder irgendwas. Ich habe mir den zum vollen Preis selbst gekauft, natürlich in 2020 mit 3% Mehrwertsteuersenkung. 2,20 Meter Arbeitsbreite, ist hydraulisch verschiebbar. Bisher nach diesen ein, zwei Probeläufen bin ich echt überzeugt. Also so für den Hobby- und Nebenerwerbseinsatz ist wahrscheinlich völlig ausreichend, das Teil. Wie er sich im Einsatz schlägt, das zeige ich euch natürlich auch. Und bei dem ersten großen Einsatz nehme ich euch mit. Den Mulch habe ich jetzt schon rausgefahren eben. Der ist ja relativ neu. Ziemlich genau, irgendwie ein oder zwei Betriebsstunden hat er erst drauf und den werde ich jetzt noch einstellen müssen, hinten an der Nachlaufwalze. Ich zeige euch das jetzt mal. Also, wie man hier sieht, dass hier diese Kufe muss eigentlich mit dieser Nachlaufwalze auf einer Höhe sein, beziehungsweise diese Nachlaufwalze ist eigentlich eine Stützwalze, die soll auf dem Boden laufen. Dazu muss ich jetzt einfach hier oben die Schrauben lösen und dann hier hinten ein Loch weiter nach unten versetzen. Ich hole das Werkzeug und auf geht's. Wir sind ein paar Tage weiter. Heute ist der 31. Oktober. Ein wunderschöner Tag hier im Rheinland. Sonne satt heute, 18 Grad, kein Regen angesagt. Ich habe den Truck jetzt eben schon rausgefahren, kontrolliere jetzt noch den Ölstand und dann geht es endlich mal los zum Mulchen. Ist das schwarze Gold. Und, was sagst du, sieht gut aus, nicht wahr? So, tipptopp. Ja, sag mal hallo. Was mir eben aufgefallen ist, das geht natürlich hier nicht, ne? Das ist für den Feldeinsatz und das ist für die Wiese. Dann sichere ich den jetzt mal in der Transportstellung, wie es sich gehört. Mit zwei Händen geht das natürlich alles besser. Und ja, dann ab zur Wiese.
Genau das hier ist der Plan. Wir haben dieses Jahr hier auf der Seite, hier ist so eine Welle drin, vielleicht sieht man das. Ist natürlich immer auf der Kamera alles halb so wild wie in echt. Hier ist so eine Welle drin, da kann man schlecht mähen, logischerweise. Aber ich habe jetzt festgestellt, das scheint hier wie so eine Art Terrasse, in Anführungsstrichen Terrasse zu sein. Und versuche gleich mal hier auf diesem Stück auch noch alles platt zu machen, zu mulchen. Und dass wir das im nächsten Jahr mitnutzen können zur Heugewinnung. Ne? Ganz ehrlich sagen, ich fahre jetzt immer hier vor und zurück, weil ich traue mich hier nicht so ganz in den Hang zu fahren. Ich wäre jetzt auch nicht so der super erfahrene Landwirt und habe keinen Bock jetzt hier den Truck auf die Seite zu schmeißen, nur für ein bisschen Mulch. Habe ich jetzt hier fertig vergewaltigt. Es war nass, ne? Also das zweite Stück werde ich mir sparen. Das ist dann so, das mache ich dann im kommenden Jahr. Aber hier, die Stücke werden sowieso alle noch nachgesät im kommenden Frühjahr. Aber das hier war nichts. Hier oben, das ist natürlich. Da konnte man jetzt nicht viel irgendwie kaputt fahren. Das ist, glaube ich, ganz ordentlich geworden. Ich weiß nicht, ob ich die Fläche hier noch mitnutze, dann später zur Heugewinnung. Die paar Quadratmeter, weil das ist schon sehr buckelig und so da vorne. Ne, das ist hier so ein Riesenbuckel. Ich weiß nicht, ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie hier wegflüge oder nochmal durchflüge, dass es mal gerade wird und so weiter, aber ob der Aufwand sich dann halt lohnt, keine Ahnung. Ich habe nur die Befürchtung, dass man sich, wenn man hier Heu drauf machen würde auf dem Stück, mehr die Maschinen kaputt fährt als alles andere.
Wow, es freut mich riesig, dass du dir meinen ersten Farmvlog bis zum Ende angeschaut hast. Also, der Plan ist jetzt, wöchentlich ein neues Video hochzuladen und falls du noch nicht abonniert hast, hast du im Anschluss die Gelegenheit dazu. Schau gerne auf Instagram vorbei und ja, bis zum nächsten Mal. Dein Björn. Ciao.